Unser Unternehmen, das Bayernwerk, ist im Bereich der Energieversorgung angesiedelt. Und wir sind gemeinsam mit starken Partnern wie dem VDE dabei, die Energieversorgung komplett auf neue Beine zu stellen. Eine klimagerechte Energieversorgung und parallel die Digitalisierung umzusetzen. Kernelement dessen ist der Umstieg von einer zentralen Energieversorgung auf eine dezentrale Energieversorgung mit den entsprechenden klimapositiven Wirkungen. In Bayern heißt das für uns insbesondere das Thema Photovoltaik. Wir haben bereits heute rund 300.000 Photovoltaikanlagen am Netz. Und dieser Weg wird weitergehen. Wir werden in wenigen Jahren auf 70% Anteil erneuerbare Energie kommen. Dabei ist es aber auch entscheidend, das klassische Thema des energiepolitischen Dreiecks nicht zu vernachlässigen. Versorgungssicherheit, Preiswürdigkeit und Nachhaltigkeit sind in Einklang zu bringen. Der VDE verkörpert das Know-how für wichtige elektrotechnische Fragen und diese auch mit dem Begriff Innovation zu verbinden. Neue technische Lösungen sind zwingend notwendig und gemeinsam mit dem VDE werden wir diese durchsetzen. Unsere Vision der Zukunft, unser Bild der Zukunft haben wir wirklich zum Bild gemacht. Wir haben ein Bild der Zukunft der Energieversorgung in Bayern. Wir nennen das Flower Power. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass nach der Phase des Ausbaus der erneuerbaren Energien der Strom nunmehr eindringt in Themen wie Mobilität und Wärme. Wir sehen in der Zukunft eine starke Erzeugung im ländlichen Bereich, die den Verbrauch übersteigt und Verbrauchsschwerpunkte industriell-städtischer Art. Das muss miteinander verbunden werden. Der Verbraucher der Zukunft wird zum Flexumer. An einem Ort wird Verbrauch, Erzeugung und Steuerung miteinander verbunden. Dieses Bild der Zukunft werden wir gemeinsam mit dem VDE umsetzen. Der VDE und das Bayernwerk haben beide das gleiche Fundament. Hohe elektrotechnische Expertise und wir bündeln viele Menschen, die sich im technischen Bereich dafür einsetzen, eine lebenswerte Zukunft zu realisieren. Gemeinsam treiben wir technische Innovationen voran. Neue Betriebsmittelwände entstehen, wie die intelligenten Ortsnetzstationen. Betriebsweisen, Anschlussbedingungen sind unsere Themen. Eine gemeinsame lebenswerte Zukunft und wir im Zentrum dieser Entwicklung. Was für eine tolle Herausforderung für alle Techniker und Ingenieure. Die erste Phase haben wir hinbekommen. Viele dezentrale Erzeugungen sind am Netz, aber die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind gewaltig. Der VDE ist dabei eine unserer Kraftquellen. Der VDE führt die Menschen zusammen, schafft neue Ideen und gleichzeitig Sicherheit in der Realisierung. Mit dem VDE zusammen sind wir mit einem starken Partner unterwegs für eine lebenswerte Zukunft.